Gesundheit ist das A und O auf Reise. Wenn die dir wegfällt, hast du ein riesiges Problem und das sollte dir nicht passieren. Und ich zeige dir heute, wie du dem ein wenig vorbeugen kannst, wie du deine Fitness und deine Gesundheit vor der Reise fit machst und welche Impfungen grundsätzlich empfohlen sind. Wie ich dir schon in meinem Video zur Gesundheit während der Reise erklärt habe, ist eine Auslandskrankenversicherung das A und O. Denn wenn du krank wirst, springt diese für dich ein und übernimmt dir die Kosten. Dann hast du zwar das gesundheitliche Risiko bzw. hast dann die Krankheit, aber nicht mehr das finanzielle Risiko selbst zu tragen. Von daher, eine Auslandskrankenversicherung ist das absolute Muss für dich. Die musst du haben. Ob sie am Ende des Tages zum Tragen kommt, sei dahingestellt und das hoffen wir alle nicht, aber du brauchst diese Reisekrankenversicherung. Zum Thema Gesundheit während der Reise habe ich schon ein Video erstellt und das verlinke ich dir hier oben noch einmal. Heute möchte ich dir aber genau zeigen, wie du deine Gesundheit im Vorfeld optimieren, aufbessern und so vorbereiten kannst, dass du unbesorgt auf Reise gehen kannst. Wie ich in meinem Planungsvideo, was ich dir hier oben gerne auch noch einmal verlinken möchte, schon erzählt habe, solltest du Check-ups machen vor der Reise. Denn wenn du irgendwelche Krankheiten hast, solltest du diese im Vorfeld bekämpfen und möglichst auch eliminieren können. Und das kriegst du nur raus, wenn du einen Arzt konsultierst. Ebenso gehört es dazu, dass du nicht nur zum Hausarzt gehst und einen generellen Check-up machst, zum Beispiel mit den Blutwerten, da die noch einmal kontrollieren lässt, sondern vor allem auch zum Zahnarzt hingehst. Auch das ist Teil deiner Gesundheit. Die solltest du sowieso regelmäßig kontrollieren lassen, aber kurz vor deiner Reise auf alle Fälle auch noch einmal durchchecken lassen. Was auch wichtig ist, ist deine Fitness. Du wirst dich auf alle Fälle mehr bewegen, als du es zu Hause tust, vor allem wenn du in einem Bürojob aktuell bist hier in Deutschland. Du wirst jeden Tag wahrscheinlich Wanderungen unternehmen oder irgendwo hochklettern und viel unterwegs sein und definitiv mehr Schritte machen als zu Hause. Vor allem, wenn ich jetzt daran denke, was gerade für ein Scheißwetter draußen ist, da hat man keinen Bock, sich sonderlich viel zu bewegen. Von daher steigere deine Fitness. Bezüglich Budget solltest du dann natürlich nicht unbedingt dich in einem Fitnessstudio veranmelden. Ich habe mir ein kleines Homegym zu Hause aufgebaut mit einem Ergometer, mit einer Kurzhantelbank, ein paar Kurzhanteln, einer Yogamatte dazu und habe so geschafft, noch einmal 15 Kilogramm runterzuziehen im Vorfeld der Reise. Das kann ich dir auch nur empfehlen. Mach das. Steigere deine Fitness, wenn dir die sowieso schon gut genug ist. Was auch ungemein wichtig ist, das sind die Impfungen. Denn wenn du in ferne Länder reist, herrschen dort andere Bakterien- und Virenkulturen und du kannst sie auch mit ganz anderen Krankheiten infizieren, als es hier zu Hause der Fall ist. Du solltest natürlich deine Standardimpfung haben, Mumps, Masern, Röteln etc., die man als Kind in der Regel schon bekommt. Und da solltest du deinen Impfpass auf alle Fälle noch einmal kontrollieren lassen. Was aber auch ist, in manchen Ländern ist es Pflicht, nicht nur vielleicht noch die Corona-Impfung zu haben, auch die solltest du gegebenenfalls überprüfen und nochmal auffrischen lassen, sondern vor allem Gelbfieber. Einige Länder gelten als Gelbfieberländer und dort brauchst du definitiv eine Gelbfieberimpfung, wenn du einreist oder auch wenn du weiterreist und aus solchen Ländern woanders hin einreisen möchtest. Dann kannst du nämlich Probleme bekommen, wenn du keine Gelbfieberimpfung hast. Ich habe diese Gelbfieberimpfung schon vor einigen Jahren bekommen, daher brauchte ich diese nicht. Sie kostet aber auch Geld. Eine reisemedizinische Beratung solltest du auch in Anspruch nehmen, auch wegen Malaria, ob du dort Prophylaxe Standby oder was auch immer dabei mitnimmst. Diese Beratung solltest du dir einholen. Auch diese kostet etwas Geld. Ich blende dir die Kosten immer mit ein, was es dann ungefähr kostet. Ich habe diese reisemedizinische Beratung jetzt noch vor mir, da ich noch einmal eine weitere Beratung dabei benötigen werde, weil der Impfstoff, den ich noch benötige, nicht vorrätig ist aktuell. Und von daher wird noch mal eine weitere Beratung bei mir notwendig werden. Die kostet in der Regel zwischen 10, 20, 30 Euro circa. Die Impfstoffe variieren so zwischen 50 und 100 Euro, je nachdem, teilweise etwas günstiger, teilweise etwas mehr. Auch das blende ich dir noch einmal ein, welche Impfungen dabei mit welchen Kosten zu Buche schlagen. Aber du kannst diese Kosten auch bei deiner Krankenversicherung einreichen, beziehungsweise Gesundheitskasse, wie sie sich jetzt da schön nennen. Und häufig bekommt man diese auch wieder. Ich bekomme meine Kosten zu 100% zum Beispiel erstattet. Welche Impfungen sind denn jetzt überhaupt nur notwendig? Jetzt habe ich schon viel darüber erzählt, dass ich euch über die Impfung auch informieren will. Und jetzt möchte ich sie euch zeigen. Dazu empfiehlt es sich, einmal auf die Seite des RKIs zu gehen, auf das epidemiologische Bulletin zu den Reiseimpfungen, zur Reisemedizin und dort ist auf der Seite 14 eine wunderbare Übersicht, welche Krankheiten eine hohe Letalität und eine hohe Inzidenz haben. Ich denke, diese Begriffe sagen seit der Corona-Pandemie wohl jedem was. Als besonders letal und damit als gefährlich, sprich sterblich, gelten Tollwut und die Meningokokken bzw. Meningitis, aber auch die japanische Enzephalitis, Gelbfieber und die südostasiatische TBE bzw. FSME. Für alle diese Krankheiten gibt es Impfungen, die du auch in Anspruch nehmen solltest, wenn du dorthin reist. Aber wie gesagt, lass dich individuell beraten. Ich bin kein Mediziner, sondern
kann dir nur das empfehlen, was ich für mich gemacht habe. Die Tollwutimpfung, die hatte ich bereits vor einigen Jahren schon bekommen, als ich Südostasien schon einmal bereist hatte. Dafür fallen natürlich auch Kosten mit an. Die Meningitis bzw. Meningokokkenschutzimpfung habe ich jetzt noch einmal bekommen, weil ich Tansania bereisen werde. Dafür sind bei mir 54,99 Euro angefallen, die ich auch vollständig wiederbekommen habe von meiner Kasse. Zusätzlich sind 10,72 Euro angefallen beim Arzt, der das nicht als Leistung, als Kassenleistung abgerechnet hat, sondern als private Igel-Leistung bzw. private Igel. Die japanische Enzephalitis habe ich mir auch geben lassen bzw. die Schutzimpfung dafür und diese kostet 101,98 Euro, nur das Vakzin. Und die Impfung selbst auch noch einmal 10,72 Euro, auch wieder als Igel abgerechnet. Davon werden zwei Impfungen notwendig im Abstand von mindestens einem Monat. Gelbfieber, wie gesagt, habe ich bereits schon erhalten. Die Kosten weiß ich davon nicht mehr. Ich blende sie dir aber noch einmal ein, was auch als Standardsatz dabei gilt. TBE bzw. FSME kann als Kassenleistung abgerechnet werden, da es auch in Deutschland grundsätzlich ein Thema ist. Deswegen habe ich diese auch noch einmal bekommen. Auch da werden wieder zwei im Abstand von ca. einem Monat notwendig. Und diese werden, wie gesagt, über die Kasse abgerechnet. Weiterhin kannst du darüber nachdenken, ob du dich gegen Cholera, Typhus, Hepatitis A und B und Influenza noch einmal auffrischend impfen lässt. Influenza ist auch wieder eine Kassenleistung, weil das in Deutschland eine ganz normale Leistung ist. Die anderen, die ich aufgezählt habe, also Cholera, das geht als Schluckimpfung, Typhus und Hepatitis A und B sind keine Kassenleistung, dafür fällt Geld an. Bei Hepatitis bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie das ist, weil ich auch diese schon vor einiger Zeit bekommen habe, genauso wie Typhus, was ich allerdings jetzt noch einmal auffrischen muss. Daher auch nochmal die zweite Impfung. Weiterhin solltest du dich darüber informieren, wie du mit Malaria dabei umgehst. Da gibt es ja zwei verschiedene Varianten, was man machen kann. Zum einen kann man das als Prophylaxe mitnehmen und während der Reise einnehmen, also 5 Tage, glaube ich, sind das vorher. Bevor du in das Land einreist bzw. in diese Region, musst du diese Tabletten nehmen und jeden Tag dann eine. Das sind natürlich Tabletten, die nicht gerade ohne sind, die man dann zu sich nimmt. Von daher solltest du dir das genau überlegen, ob du das machen willst. Und auch nochmal 5 Tage über die Region hinaus musst du diese Tabletten auch noch mit einnehmen. Auch diese kosten wieder individuell was. Lass dich dabei beraten. Du kannst diese auch nur als Standby mitnehmen. Das kann ich auf alle Fälle empfehlen, dass man das macht. Aber vor Ort, wenn du an Malaria erkranken solltest, gibt es Medizin vor Ort. Denn wenn du in Tropen bist, können die damit umgehen. Und das ist auch schon das nächste Stichwort. Expositionsprophylaxe. Denn man sollte es an der Möglichkeit gar nicht erst dazu kommen lassen, dass man erkrankt. Besorge dir dafür Mückenschutz oder gegebenenfalls spezielle Kleidung, die bereits imprägniert ist. Es gibt auch spezielle Socken. Ich verlinke dir mal welche, die ich für mich geholt habe, damit ich mich entsprechend schützen kann. Du kannst ja auch Armbänder holen, ob die jetzt was wirken, das weiß ich nicht. Aber vor allem Mückenschutz mit DEET mindestens 50%. No-Bite empfiehlt sich dabei, das verlinke ich dir auch noch einmal unten. Das ist eigentlich der Mückenschutz, der in den Tropen der Goldstandard ist. Natürlich ist damit nicht ausgeschlossen, dass man auch dann noch gestochen wird. Aber halte es so gering wie möglich, dass du gestochen werden könntest. Sprich, die Wahrscheinlichkeit senken, indem du dich immer wieder deine Klamotten mit Mückenschutz imprägnierst, beziehungsweise entsprechend nach Vorgabe, nach Anleitung und dich selbst auch immer wieder mit Mückenschutz entsprechend einsprühst. Vergiss dabei auch nicht hinter den Ohren und im Nacken dabei vorzugehen. Also die Stellen, die vor allem frei sind und die Kleidung sollte auch möglichst stichfest sein. Also jetzt nicht gerade im leichtesten T-Shirt herumlaufen, weil es einfach cool und weil es warm ist. Nein, es gibt auch spezielle Safari-Hemden oder andere Kleidung, die stichfest ist. Überlege dir, ob du dir so eine anschaffst, wenn du solche Länder bereist. Ja, so viel dazu zu den grundsätzlichen Krankheiten. Ob diese Krankheit bei dir in deinem Reiseland auftritt, kannst du auch in dem Dokument vom RKI nachschauen. Dort sind auch entsprechende Ländertabellen drin, wo auch empfohlen wird dann, was, wo, wie empfohlen wird. Und danach kannst du dich schon mal grundsätzlich orientieren. Aber besprich es auf alle Fälle mit einem Mediziner, der sich damit auskennt, mit einem Reisemediziner, mit einem Tropenmediziner oder mit deinem Hausarzt. Das sind die Anlaufstellen für dich. Ich kann nur berichten, was ich für mich gemacht habe und kann dir die Empfehlung geben, was du für dich und für deine Reise tun kannst. Wenn du jetzt noch einmal wissen möchtest, wie ich mich persönlich während der Reise schütze, schau dir doch einmal mein Video dazu an, was ich dir hier noch einmal einblende. Und sonst bleibt mir nur zu sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut!